Wer Winnetou gesehen hat, der kennt ihn, Ralph Walter. Als kichernder Trapper in den Winnetou-Filmen ist Ralph Walter in den 1960er Jahren zum Kinostar geworden. Dabei war er auch in vielen anderen Produktionen wie dem Tatort oder Der Alte zu sehen. Im Alter von 95 Jahren ist Walter gestorben, wie seine Ehefrau am Freitag der deutschen Presseagentur sagte. Weitere Angaben machte sie nicht. Geboren wurde der Schauspieler, der seit vielen Jahrzehnten in München lebte, in Berlin. Sein Vater war Zirkusartist, die Mutter Musikerin. Nach dem Besuch einer Schauspielschule begann Walter als Kabarettist. Theaterstationen waren Bühnen in Berlin und Potsdam, später München. Aus der Öffentlichkeit hatte sich der Publikumsliebling schon lange zurückgezogen. Seinen letzten Auftritt in einem Film hatte er 2012 in Bis zum Horizont, dann links mit Kollegen wie Otto Sander, Herbert Feuerstein, Thilo Brückner und Anna-Maria Mühe gehabt. Er sagte 2013, man erreicht irgendwann einen Punkt, wo man sagt, es ist wirklich genug, ich will nicht mehr. Lange Zeit galt Walter als Idealbesetzung für liebenswerte Tollpatsche, die einen charmanten Kontrast zu faden Helden abgaben. Amüsiert blickte er in dem alten Interview auch auf die Dreharbeiten zurück. Seine Verwandlung in Sam Hafkens mit dem struppigen Bart habe jedes Mal Stunden gedauert. Das war eigentlich das, wofür ich mein Geld bekommen habe, sagte er über die lange Prozedur in der Maske. Text lernen und Spaß machen, sei nichts dagegen gewesen, wenngleich auch harte Drehtage dabei gewesen seien, erzählte er. Dass er trotz seiner anderen Rollen immer wieder mit den alten Karl-May-Schinken in Verbindung gebracht wurde, nahm Walter gelassen. Jede Festlegung ist lästig und jeder kann sich denken, dass die Reduzierung eines Schauspielerlebens auf eine einzige Rolle nicht das ist, wovon eine Schauspielerseele träumt, hatte er einmal gesagt. Aber ich habe Sam Hafkens geliebt, sonst wäre er auch nicht so geworden. Und auch einen anderen Effekt hatte die Rolle, komischerweise fiel diese positive Rolle auf mich als Ralph Walter zurück. Die Leute sagten, der ist ein dufter Kerl.